Hallo zusammen, das zerschmetternde Handbild in Diablo 4 Season 6 für die neue Klasse Geistgeborener gilt ja als eins der schnellsten Builds und es hat auch im Vergleich zum Stachelsalbe-Build deutlich weniger Anforderungen, dennoch einige Vorteile. Zum Beispiel die zerschmetternde Hand, sie macht überall Schaden und zwar um uns herum komplett, auch hinter uns. Und bei der Stachelsalbe macht man ja nur vor sich den Schaden und nicht hinter sich. Deswegen trifft man nicht immer alle Gegner und hier ist es wirklich der Fall. Man kommt viel schneller von A nach B, weil man mit der zerschmetternden Hand auch zu den Gegnern hinspringen kann. Man hat aber auch die Ulti, Raubtier und das Segeln. Vor allem das Segeln ist ziemlich cool. Man springt an einen Ort, das Segeln aktiviert gleichzeitig Vortex, also die Fähigkeit. Vortex und damit zieht man die Gegner zusammen. Die Gegner sind automatisch verwundbar und können dadurch mit der zerschmetternden Hand noch schneller gekillt werden. Jetzt könnt ihr noch schnell liken, abonnieren und ich zeige euch gleich, wie man dieses Bild aufbaut. Bevor wir mit dem Video weitermachen, ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin Amazon-Partner und ich stelle euch immer mein Amazon-Produkt des Tages unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr auf Amazon unterwegs seid, dann könnt ihr meinen Amazon-Link nutzen, auch wenn ihr über den Link ein anderes Produkt sucht. Dabei unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Vielen Dank dafür und weiter geht's mit dem Video. Wie immer starten wir mit dem Equipment. Vorab ein paar Worte zum Equipment und wenn ihr euch das Stachelsalbe-Bild angeschaut habt, dann werdet ihr merken, hier ist sehr viel ähnlich und die ganzen Mechaniken, vor allem Schadensmechaniken, funktionieren sehr ähnlich wie beim Stachelsalbe-Bild. Ist aber viel einfacher bei dem hier, weil einige Werte, die man erreichen muss, die sind hier viel einfacher zu erreichen. Zum Beispiel der sehr wichtige Wert Barriereerzeugung oder Barrierebonus heißt das hier. Barrierebonus habe ich jetzt 61,6%. Beim Stachelsalbe-Bild braucht man 123% und hier ist man mit 50% bedient. Bedeutet, ich habe hier mehr als genug und ihr müsst hier nur auf die 50% kommen und dann habt ihr genug. Für den Rest sorgt die zerschmetternde Hand. Ich habe in den Helm hinein gehärtet und auch in die Handschuhe hinein gehärtet. Es war nicht mehr notwendig, Amethyste in die offensiven Sachen hineinzubauen, also zum Beispiel in den Beinschutz oder in die Rüstung. Deswegen da dann Smaragde einbauen. Falls ihr aber Barriere braucht, dann Amethyste hier hineinbauen, damit ihr auf diese 50% kommt. Als nächstes haben wir die Angriffsgeschwindigkeit. Hier solltet ihr auf diese 79% weiterhin kommen. Ich bin jetzt auf 77,2. Das ist nicht weiter schlimm. Es funktioniert. Und dann haben wir die Lebenskraft. Hier solltet ihr 247 haben. Dann habt ihr einen optimalen Wert und erreicht damit viel Schaden. Wie kann man sich diesen Wert, diesen optimalen, errechnen? Man nimmt eigentlich den Amethyst hier, Talisman des verbannten Fürsten, den Amulett meinte ich, nicht den Amethysten. Hier gibt es ja den Wert hier unten, 275 eure Primärressource ausgeben. Und man nimmt diese 275, zieht sie dann ab von den 28, das die Lebenskraft hier kostet, von der zerschmetternden Hand und kommt dann auf diese 247, die man benötigt. Und dann hat man so gut wie immer überwältigenden Schaden. Eine wichtige Sache hier auch noch, die ihr euch anschauen solltet. Meine Widerstände, die sind absolut unterirdisch und das macht nichts. Das ist sogar, ich sage jetzt mal, fast gewollt. Ich habe das getestet, also nicht auf die Widerstände zu setzen. Ansonsten kann man hier die Schuhe Jens Segen verwenden. Ich habe Jens Segen entfernt, dadurch die ganzen Widerstände verloren und es macht keinen Unterschied. Durch das Irdene Bollwerk, das man die ganze Zeit bekommt, indem man Primärressource verbraucht, hat man keine Probleme mit den Widerständen oder mit der Verteidigung. Das Irdene Bollwerk produziert ja diese Barriere und man braucht die Widerstände oder sogar auch die Rüstung könnte man verzichten. Deswegen setzt da nicht so viel auf die Widerstände und erschreckt nicht bei diesen Werten hier. Fangen wir nun mit dem Equipment an. Im Helm habe ich den Aspekt maximale Wildheit um, in meinem Fall 4% erhöht. Hier solltet ihr auf maximales Leben gehen und abgehärtet hineinhärten. Das gibt euch zusätzliches Leben und zusätzliches Leben gibt euch zusätzlichen Schaden. Dann haben wir die Rüstung, die mythische Rüstung, Schleier des falschen Todes. Falls ihr diese nicht habt, A, habe ich ein Video erstellt, wie ich sie selbst erhalten habe und B, gibt es auch noch diese Variante, die ihr aus der Stachelsalbe quasi euch nehmen könnt. Dort habe ich noch nicht den Schleier des falschen Todes und ihr könntet diese Variante nachbauen und das würde genauso funktionieren und dort ist halt die Rüstung nicht verbaut. Dann haben wir die Handschuhe. Ihr erhaltet erhöhten kritischen Trefferschaden in Höhe von
In meinem Fall 56% eure Blockchance. Blockt ihr, verdoppelt sich diese Bonus um 10 Sekunden. Das ist ein sehr wichtiges Element. Wenn ihr hier noch Fertigkeiten auf zerschmetternde Hand habt, dann ist das super. Ich habe das leider nicht, habe aber hier Fertigkeiten des Typs Kern. Ist, sage ich jetzt mal, die zweitbeste Variante. Dann bin ich hier beim Beinschutz. Erhaltet eine Blockchance von 10% pro Stapel Entschlossenheit. Im Endeffekt diese Entschlossenheit, sie wird gestapelt. Wir erhalten durch die Entschlossenheit Blockchance und durch die Blockchance erhalten wir mehr kritischen Trefferschaden. Hier gibt es Fertigkeiten des Typs Basis. Da habe ich auch einen sehr schlechten Roll erwischt. Natürlich muss man die Entschlossenheit hier noch hineinhärten und wenn es geht, dann auch beim vollenden Treffen. Dann haben wir die Schuhe. Die haben meiner Meinung nach einen sehr wichtigen und einen sehr angenehmen Aspekt. Der Aspekt lautet, Segeln wirkt Vortex an dem Landepunkt und verursacht 36% erhöhten Schaden. Also ich segel und springe dann auf eine Stelle und an dieser Stelle durch dieses Vortex werden die Gegner zusammengezogen und das ist ziemlich cool. Man springt irgendwo hin, die Gegner werden an diesen Punkt hineingezogen und bekommen dann sofort den Schaden ab. Woher? Sobald sie dann zusammengezogen sind, weil dieses Segeln gewirkt hat, sind sie auch gleich verwundbar und man hat diesen verwundbaren Schaden direkt beim ersten Schlag dann. Stab von Kepelek ist, denke ich, ganz klar. Und wenn ihr die maximalen Ressourcen als Greater Affix habt, dann könnt ihr da auch nochmal vollenden darauf. Ihr seht, bei mir hat das nicht gereicht für einen Greater Affix auf die Max-Ressourcen. Ich komme aber dennoch auf diese 247 Lebenskraft. Also es bedeutet, muss nicht immer unbedingt sein, aber wenn man das als Greater Affix hat, ist es viel einfacher. Beim Schmuck haben wir folgendes. Im Amulett, den Talisman des verbannten Fürsten, wenn ihr hier einen Greater Affix auf Max-Leben und Angriffsgeschwindigkeit habt, dann ist es optimal und natürlich auch ganz unten sollte der Wert so hoch wie möglich sein. Ich habe hier 56%, 60 wäre möglich. Im ersten Ring, Ring der Mitternachtssonne und dann haben wir im letzten Ring einen Aspekt. Fügt ihr einem Gegner mit einer Basisfertigkeit Schaden zu, erhaltet ihr 10 Sekunden lang 4% Angriffsgeschwindigkeit. Bis zu 5 Mal stapelbar, erreicht ihr die maximale Anzahl der Stapel. Erlebt ihr eine 10 Sekunden lang eine vampirische Blutrage, die euch 80%, in meinem Fall natürlich Basisfertigkeitsschaden, um und 15% Bewegungsgeschwindigkeit verleiht. Dazu muss man wissen, Basisfertigkeit, auch hier die zerschmetternde Hand, ist gleichzeitig eine Kern- und Basisfertigkeit. Die Geisterhalle sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier ganz oben den Jaguar und hier weiter unten haben wir den Gorilla geskillt. Die Fertigkeitspunkte im Fertigkeitsbaum wurden folgendermaßen verteilt und bevor wir anfangen, ein Warnhinweis, mir fehlt ein Punkt, denn ich habe die Regionsfortschritte auf diesen Charakter noch nicht abgeschlossen und deswegen fehlt mir hier ein Punkt, aber ich zeige euch auch, wo ich den hin verteilt hätte. In den Basisfertigkeiten irgendwo 2 Punkte verteilen, damit wir in die Kernfertigkeiten kommen, wir nutzen keine Basisfertigkeiten. 5 Punkte auf zerschmetternde Hand natürlich und geskillt die zügellose zerschmetternde Hand, wir haben die passive energisch, hier 1 Punkt, 3 Punkte auf ausbalancierte Anstrengung. Und dann sind wir im dritten Knoten. Hier haben wir Vortex und auf gezügelter Vortex ausgebaut und Segeln und auch hier ausgebaut auf auffüllendes Segeln, sowohl beim Segeln als auch beim Vortex nur 1 Punkt skillen. Dann haben wir die Verwüstung, 1 Punkt ausbauen auf gezügelter Verwüster und die passiven, 1 Punkt auf Trugbild, 3 Punkte auf beständige Stärke, 1 Punkt auf Brennpunkt und 3 Punkte auf Spitzenräuber. Dann sind wir im nächsten Knoten. Hier gibt es einige Fähigkeiten. Panzerhaut, ganz wichtig, hier 5 Punkte ausbauen auf verstärkte Panzerhaut. Dann haben wir den Gegenangriff, 1 Punkt und ausbauen auf verstärkter Gegenangriff. 1 Punkt auf Geisel und ausgebaut auf ausgeprägte Geisel. Die Passiven, hier haben wir 1 Punkt auf geduldiger Schutz. Ich würde euch raten, hier nur 1 Punkt zu verteilen, denn es gibt euch 10% Blockchance und wenn ihr 3 Punkte hier verteilt, gibt es euch immer noch 10% Blockchance, deswegen nur 1 Punkt hier rein. 1 Punkt auf Beständigkeit, 2 Punkte auf Beharrlichkeit und dann sind wir schon im nächsten Knoten. Hier gibt es nur passive, 3 Punkte auf abgehärtet, 3 Punkte auf Dominanz, 3 Punkte auf kraftvoll und ebenso 3 Punkte auf Schmelzofen. Dann sind wir bei der Ulti, 1 Punkt auf das Raubtier und einmal hier komplett ausbauen. Dann haben wir 3 Punkte auf Entschluss, 3 Punkte auf spirituelle Einstimmung und hier habe ich aktuell noch 1 Punkt auf der Vorherrschaft. Aber sobald ich dann die Regionsfortschritte fertig habe, werde ich den letzten Punkt auch nochmal hier verteilen. Also wenn ihr einen zusätzlichen Punkt habt, hier auf die Vorherrschaft verteilen und dann sind wir bei der zentralen Passiven. Hier haben wir Tempo des Wunderkindes.
Wir schauen uns natürlich auch noch das Paragon-Board an. Hier ein Hinweis, ich bin natürlich noch nicht Max-Level und deswegen fehlen mir ein paar Punkte. Mir fehlen auch ein paar Punkte, weil ich die Regionsfortschritte nicht habe. Es kann also sein, ihr habt mehr Punkte. Ihr werdet das Ganze aber zum Nachlesen vollständig mit allen Punkten auf meiner Seite haben. Link lasse ich euch unten in der Videobeschreibung. Das dauert ein paar Tage, bis ich das in die Seite eingepflegt habe, aber dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen und könnt hier bei mir die fehlenden Punkte auch noch nachtragen. Dennoch, wir werfen einen Blick zur Übersicht. Wir haben hier das Starterboard. Da habe ich sowohl die beiden, also linken und rechten seltenen Knoten mitgenommen, weil hier mehr Leben und hier mehr Schaden. Dann haben wir in der Mitte die Glyphe Kolossal. Die ist ziemlich wichtig wegen der Entschlossenheit. Und dann bin ich auf der rechten Seite hoch über hier Schaden gegen Elite-Gegner und dann in das nächste Board. Das nächste Board ist Offenbarung. Hier einmal auf die rechte Seite gehen, nach oben und Offenbarung skillen. Links unten haben wir die Glyphe Geist, auch die ist ziemlich wichtig für den kritischen Trefferschaden. Hier werde ich dann später auch noch weiter Geschicklichkeitspunkte verteilen. Für mehr Schaden dann auf die linke Seite in das dritte Board. Das dritte Board ist Zeher Schild, eigentlich so das wichtigste Board, das man hat. Hier sorgt Zeher Schild mit der Barriere, dass wir viel Schaden haben oder viel Schaden generieren. Hier haben wir die seltenen Knoten und dann natürlich den legendären Knoten, den wichtigen. Und hier haben wir Übertreffen hineingelegt, also in den Glyphensockel die Glyphe. Und weiter unten haben wir nochmal den seltenen Knoten. Dann geht es in das vierte Board. Das vierte Board ist oben. Das ist Anzapfen. Einmal natürlich Anzapfen, hier Skillen. Und rechts oben ist die Glyphe. Hier Mengantherist. Das machen wir vor allem, um zusätzliche Ressourcen zu erhalten, also Lebenskraft, damit wir dann auf den gewünschten Wert kommen. Dann sind wir wieder zurück in das dritte Board und gehen dann in das fünfte und letzte Board. Das fünfte und letzte Board ist Nahkämpfer. Hier natürlich den legendären Knoten skillen und hier unten rechts die Glyphe Kopfjäger hineinlegen und dann noch die seltenen Knoten skillen. Und das war es dann auch schon mit dem Board, denn es gibt ja nur noch fünf Boards. So Leute, das war das Bild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns beim nächsten Video. Und falls ihr auch möchtet, könnt ihr auch mal beim Stream vorbeischauen. Link zum Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns entweder beim Stream oder beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!